So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Missing. Beim letzten Mal haben wir Donuts verpasst und das war ein bisschen deprimierend. Das ist immer noch ziemlich deprimierend. Trotzdem haben wir auch ziemlich viele Nachrichten bekommen. Mittlerweile, da ist zwar noch nichts Bahnbrechendes passiert, aber zumindest konnten wir uns schon mal ein Bild von allen Charakteren machen und da gibt es einige, die sind sehr sympathisch und einige, die sind eher so das Gegenteil. Vor allem unsere Mutter. Aua, naja. Kann ich hier rüber? Ja, aber du bist hier, ne? Drüben ist halt auf jeden Fall noch ein Donutmann, das habe ich gesehen, aber ich weiß noch nicht, wie ich da dran komme. Ich weiß auch noch nicht. Oder kann ich da rüberspringen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, natürlich nicht. Ich kann aber die Beine wohl da runter hieven. Eigentlich hätte ich die gerne in die andere Richtung. Ja. Huhu. In die andere Richtung, bitte. So, runter damit. Bringt mir das jetzt irgendwas, ist die Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht so wirklich. Warte mal. Hängen die beiden Plattformen zusammen? Also wenn ich... Ja, natürlich. Wenn ich hier rauf gehe, fährt die runter. Dann kann ich die Kiste da drauf schieben. Und dann sollte ich auf die Plattform in der Mitte springen können und dann, ja. Okay. Ich denke, das ist der Plan. Ich denke, das sollte ich gerade tun. Das Problem ist, das bringt mich nicht unbedingt weiter. Oder, naja, eher gesagt, näher an den Donutmann, den ich verpasst habe. Nein, ich will auf keinen Fall weiterrennen. Ich will auf keinen Fall noch mehr Donuts verpassen. Vor allem keinen ganzen Donutmann gleich. Was ist das hier? Okay, das war wohl anscheinend ein Körper oder ein Teil von einem Körper oder so. Was hat das jetzt getan? Hat das was getan? Oder war das so ein Teil von dem Körper und ich muss die restlichen Teile der Leiche jetzt auch noch hier rüberbringen? Oh mein Gott, okay. Okay. Ich weiß, was ich tun muss. Ich muss die Kiste wieder runterschieben. Dann die Beine wieder drauf und dann beide Kisten auf diese Plattform schieben. Kriege ich hin. So, Kiste 1. Kiste 2 hier zumindest so an den Rand schieben. Und jetzt sollte es reichen, oder? Um auch nicht jetzt runterzufahren? Nö. Gut. Und dann, hallo, kannst du bitte auch ziehen oder so? Okay, du kannst die Beine auf jeden Fall nur ziehen, nicht schieben. Ergibt auch eigentlich Sinn. Aber man kann ja nie wissen. So. Jetzt wird das auch noch begraben da. Reicht aber auch noch nicht, oder? Nee, die Hand fehlt auf jeden Fall noch mindestens. Aber die sollte ja das geringste Problem sein. Da fehlen aber immer noch zwei Lichter, oder? Das sollen noch fünf Stück sein hinterher, oder? Vielleicht muss ich doch noch ein bisschen weiter rennen. Vielleicht muss ich doch noch weitere Leichenteile finden. Oh mein Gott, erschreckt mich doch nicht immer so. Also kommt die Musik von denen? Weil die Musik hört immer auf, wenn die mich greifen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Kann ich da hoch oder? Nee, die Treppe ist im. Oder ist die Treppe nicht im Hintergrund? Weil da oben kann man auch hin auf jeden Fall, aber ich anscheinend jetzt gerade nicht. So, rollen wir mal ein bisschen als Kopf rum. Oder auch nicht mehr. Und mir fehlen Leichenteile. Ja, Major Hemorrhage, ich weiß. Ich brauche diese Leichenteile, ist das okay? Kann ich die mitnehmen? Oh fuck, was soll ich mit denen machen? What the fuck? Aha. Emily, where are you? Ich bin etwas überfordert jetzt schon. Also ich kann hier auf jeden Fall irgendwas drehen. Also ich denke mal diese Plattform da, ne? Und damit kann ich dann wohl diese Teile da drauf fahren und dann. Okay. Is anyone there? Sind das Elchgeräusche? Can you hear me? Can you hear me? Nö, kann ich nicht. Can you hear me? Also, das ist ein. Ist das ein Arm? Das ist ein Bein. Ich will, glaube ich, da auf jeden Fall einen Arm haben. Der hat aber echt viel Dialog, muss ich sagen, ne? Also, hätte ich nicht erwartet. Was zur Hölle ist genau mein Plan? Ich meine,
Ich habe keine Ahnung eigentlich, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich kann es auch nicht weiterdrehen, oder? Ja, doch, oder drehe ich einfach nicht weiter? Ich drehe einfach nicht weiter genug, ich bin inkompetent. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich gerade tue. Was zum Fick mache ich hier? Und was soll ich hier machen? Ich komme gleich nochmal wieder, ich gucke noch, ob ich Leichenteile finde. Weil das ist mir gerade wichtiger. Ich will die Leiche begraben, weißt du, ich will die Leiche wirklich begraben. Okay, nein, ich finde keine Leichenteile, ich gebe jetzt auf. Also, meine Theorie ist gerade, ich muss einfach nur die Körperteile an die richtige Stelle packen. Und das heißt, das ist doch das rechte Bein, oder? Hör auf mit diesem Geräusch, bitte. Und soll ich das dann hinterher halt... Oh mein Gott, halt es einfach fest, danke. Und soll ich das dann hinterher so stehen haben? Das heißt, ich will jetzt hier noch das andere Bein tun und da oben rechts dann gleich den anderen Arm. Ich mach das mal eben. Das dauert eh viel zu lange. So, alle Teile sind platziert. Dann sehen wir, ob ich recht hatte. An sich wäre das die einzige Lösung, die Sinn ergibt, oder? Das ist nicht weit genug. Noch zwei weiter drehen, bitte. Und ist richtig, ja, gut. Alles andere hätte mich auch verwundert, weil ich habe keine Ahnung. Kannst du bitte nicht sagen, während du dich im Kreis drehst? Ey, das ist ja der Kopf! Can you hear me? Ich finde es sehr schön, dass der Can you hear me sagt. Das macht es vielleicht viel besser. Okay, ich bin gerade auf die Idee gekommen, ich könnte einfach mal unter diesen Dreckspinnen herkriechen und... Das sind keine Spinnen. Das sind Puppen mit... Armen mit Werkzeugen. Das sind Operationswerkzeuge. Ich erkenne ein Muster, okay? Ich erkenne ein Muster in der Thematik, die mir, hier einige Elemente des Spiels entgegenwerfen, tun. Genau. Es fehlt aber immer noch irgendwas. Aber woher bekomme ich das denn jetzt noch? Habe ich irgendwas übersehen? Bin ich komplett blind? Warte mal. Was passiert? Wieso gehe ich jetzt gerade diese Treppe nach oben? Was habe ich gemacht? Ich bin jetzt wie oft hin und her gerannt, habe nichts gefunden und... Hier ist ein Arm. Ich weiß nicht, was ich gerade sagen soll dazu, ne? Aber ich sag dazu am besten auch einfach mal gar nichts. Ich weiß nicht, warum das jetzt funktioniert hat. Anscheinend muss man da den Stick irgendwie noch oben drücken, weil ich habe zumindest keine Taste gedrückt. Aber es wird das gewesen sein. Bullshit. Einfach nur Bullshit. So, rein damit. Und jetzt gleich darüber. Ich muss aber erstmal wieder die Laterne jetzt da runterholen, oder? Ja, genau. Dafür muss ich jetzt aber erstmal wieder... Die Kisten hier runterschieben. Bitte. Ja, okay, dann halt so rum. Ist mir eigentlich auch relativ egal, in welcher Reihenfolge du das Ganze machst. Das Wichtigste ist, dass du es machst, im Endeffekt. So, das kannst du gerne nach unten fallen lassen. Und jetzt sind wir uns an und rennen hoffentlich rüber und hoffentlich klappt das auch einfach so, wie ich es mir gerade vorstelle. Momentan sieht es noch machbar aus. Auch wenn wir brennen. Okay, war glaube ich gar nicht... Ja doch. Machen wir von hier aus. Genau. Okay, klappt ganz gut. Perfekt. Auch wenn wir brennen, können wir es auch noch festhalten jetzt? Ja, können wir auch. Nach oben klettern, ein bisschen schwingen und jetzt darüber springen und... Ja, dafür, dass wir brennen, sind wir doch noch recht agil, würde ich sagen. Ich muss viel drücken, ja? Genau, so war das. Ah, das ist so bescheuert. Aber gut, ich sag jetzt einfach mal nichts. Ich reg mich gerade viel mehr über die Treppen auf. Ehrlich gesagt, das ist das Einzige, worüber ich mich gerade aufrege. Das ist viel schlimmer als die Tatsache, dass wir gerade hier brennend drüber gejumpt sind. Und jetzt kommen wir auch endlich zu diesem Donutmann hier. Danke. Ich habe die Kiste gerade echt nicht runtergeschoben, oder? Wow. Toaster, wow. Gut, dann gehen wir gleich den langen Weg. Wir gucken erstmal ganz kurz in die Galerie rein. Was wir hier Neues haben. Uhu. Aha. Ah. Oh. Das ist schick. Das ist... Es gibt einen Hundi. Kriegen wir noch einen Hundi? Ist das ein Spoiler? Oder gibt es keinen Hundi mehr? Das ist gerade ziemlich verstörend, dass es davon Concept Art gibt, aber ist okay, ich verstehe schon, ja. Danke dafür.
Gut, wie gesagt, viele neue Nachrichten. Fangen wir wieder oben an. JJ, wanna come to our next concert? When is it? Next wet. Oh, sorry, that's right before the deadline for my report, so I might not be able to go. Ah, come on, you can probably finish it in one day with how smart you are. No way, not this one. Must be one end of a report. Scary stuff. You have to do one too, you know. Did you finish it already? Maybe, maybe not. Huh? I always rush through them, so it doesn't matter anyway. This one takes a lot of work, though. You'd better not come crying to me later. Leave it to me. Trust me, I got this. Ja, genau. Ich mach auch immer alles einen Tag, bevor wir es abgeben müssen, von daher. Und es klappt vor allem immer. Und ich krieg vor allem immer gute Noten dafür. Das ist das Traurigste daran halt einfach. Andere Leute sitzen da, weiß ich wie lange, dran an der Scheiße. Und ich mach das in einer Nacht vorher fertig und dann habe ich eine bessere Note. Und ich schreibe auch viel weniger, ne? Aber ich habe eine bessere Note. JJ, uploaded the video. Okay, shut up. Okay, I'll check it out. Promise? My last one really boosted my view count. How much? That last one got me 2,000 in one day. Is that a lot? Actually not really. Das denke ich mir auch immer. Oh mein Gott, ich habe jetzt schon teilweise 500 Aufrufe am Tag. 500 Aufrufe am Tag. Und es ist halt nichts. Aber hey, immerhin, ne? Ich hatte meine Zeit, da hatte ich 10 Aufrufe am Tag, wovon 5 von mir waren. What are you going to upload next? A review about some new wax. Cool. You really think so? Or are you just saying that? Just saying it, ja, dachte ich mir. Whatever, just watch it already. Chill out. Okay. Warum denkst du, dass uns das interessiert, Mann? Was ist denn los bei dir? Verstehst du es nicht, dass deine Videos scheiße sind? Okay, aber ist okay. Ist vollkommen okay. You're awesome, Jackie. Why? You always get good grades. You're responsible and you're super cool. Peter, Peter, miau, miau. Okay, langsam nervst du mich mit der Katze. Hör auf damit. What are you after? Nothing. I just wanted to know that you're an inspiration to your fan club. My fan club? Yep. I made a fan club for you. How many people are in it? Just me. So I guess that makes me the leader. Sounds like one crazy club. We're going to cheer you on from the shadows. Now I just feel really embarrassed. Incidentally, what sort of activities does the club engage in? That's a secret. Why is it a secret? Is it something bad? No, it's not bad at all. We're just going to protect you using a bug and a hidden camera. Not bad at all, huh? I see that it's also a criminal organization. I'm just kidding at all. Phew, good. You really had me there for a minute with all that fan club stuff. Huh? The fan club is for real. Hey, solange nur sie da drin ist, ist es ja dasselbe wie sonst, I guess. Ich mag sie nicht. Sie ist komisch. Sie ist nicht gemein und sie ist nicht so schlimm wie Philipp, ja, aber sie ist schon irgendwie komisch. Komisch. Hello, Macfield. I just got a call from your mother. She wanted to know if you were exhibiting any problematic behavior in class. Ah, so wie sie auch danach gesucht hat, ob du irgendwas komisches machst. Ich meine, ob sie irgendwas komisches machen. I told her that I've had absolutely no problems with you and that you are very well behaved and bright. Thank you. I'm really sorry you had to go through that. All parents worry about their children. I worry myself sick about my daughter, but my wife keeps telling me to give her space. I didn't know you had a daughter. I think she's the most beautiful girl in the world. She's tied with my wife, of course. She just started high school, so I keep worrying that she's going to get caught up in trouble. She's a bit of a tomboy, you see? Not a fear in the world. If she has you to fall back on, I'm sure she'll be fine. I know. But I still can't stop myself from worrying. Wer hat denn nach den ganzen Informationen gefragt? Herr Professor! Aber gut. Mich stört es nicht, nur ich find's irgendwie seltsam, dass das Ganze so aus dem Nichts gerade kam in dem Chat. War doch schon recht persönlich plötzlich. Aber gut. Wie gesagt, mich stört es ja nicht. Mich stört es auf keinen Fall. Wir rollen mal zurück, denn ich weiß, was mein Plan ist. Ich muss noch die anderen Ranken da verbrennen mit meinem brennenden Körper. Feuer! Ich liebe ihre Schreie. Oh mein Gott, das dauert ewig, bis sie da ankommen. Oder obwohl, nee, das ist gar nicht mehr so weit. Da oben ist aber die Spinne. Ich sollte auf dem Boden liegen bleiben. Kannst du bitte auf den Boden kriechen? Auf den Boden kriechen? Auf den Boden kriechen? Schön. Gut.
Das spart ein bisschen Zeit. Auch nur ein bisschen, aber ganz ehrlich gesagt. So, sink nach oben. Und dann gehen wir auch direkt hier hoch. Ja, danke Spiel, dass du das von mir verheimlicht hast. Und ich hätte auch einfach schneller drauf kommen können, weil das eigentlich logisch ist, aber... Na, ich doch nicht, ich doch nicht. Brauche ich mein Feuer noch? Brauche ich das Feuer noch? Vielleicht als Lichtquelle. Ich glaube, hier drin ist es ziemlich dunkel, oder? Au, au, was, wo sind wir? Ich sehe nichts. Ja, ich brauche definitiv Feuer als Lichtquelle. Aber wo bin ich hier? Was ist das hier gerade? Was? Hallo? Reparier dich bitte. Wo bin ich hier? Was ist das, was da auf mich gefallen ist? Ist das nicht einfach nur Wasser gewesen? Vielleicht war das einfach nur Wasser. Vielleicht wurde ich halt gelöscht und deswegen sind wir auch gleichzeitig gestorben und in 1000 Teile zersprungen, weil das passiert, glaube ich, wenn man etwas löscht. Vielleicht. Ich habe ganz ehrlich gesagt noch nie Wasser über brennende Menschen gekippt, muss ich zugeben. Weiß nicht, ob ihr damit mehr Erfahrung habt, aber ich für meinen Teil ja nicht. So, ich warte, bis das Wasser weg ist und dann sind wir hier vor. Ich darf auch nicht in die Pfütze fallen, oder was? Oder bin ich einfach vom Aufprall zersprungen? Das kann auch sein. Vielleicht wollte das Feuer auch gar nicht. Vielleicht rennen wir auch mal weiter. Komm schon, reparier dich. Dann ist einfach hier vorbei. Licht brauche ich eh nicht. Aber ich brauche wirklich kein Licht. Ich meine, die Leiter leuchtet, ja. Die Kette da oben auch. Und ich kann nur ungefähr raten, wo ich bin. Oh Gott, vielleicht war das auch nicht so gut. Wo bin ich? Wo gehe ich hin? Oh mein Gott! Ich habe keine Übersicht. Okay, ich hole ein neues Feuer. Okay, vielleicht muss ich einfach die Leiter hier runterklettern. Ja, wir klettern jetzt hier die Leiter runter. Ganz vorsichtig, okay? Und dann warte ich mal. Ich darf mich halt nicht löschen lassen. Das ist einfach das Ding. Ich sterbe dann nicht, aber... Ich werde halt... entleuchtet. Genauso nennt man das. Genauso nennt man das. So, mit dem Wasser. Gut. Dann geht das auch alles ein bisschen besser hier, denke ich mal. Dann können wir hier jetzt auch ohne Probleme oben lang springen. Da geht es direkt wieder raus. Aber da will ich noch nicht raus. Ich möchte mir gerne erstmal angucken, was da oben ist. Weil da wird bestimmt irgendwas Optionales sein, was ich einsammeln will. Fragezeichen. Komm mal zurück. What the fuck? Wofür ist das da? Gut, wir scheißen jetzt mal darauf, was da links noch ist, falls da was ist. Und gehen immer weiter nach rechts. Ich hoffe, ich verpasse keinen Donut. Aber eigentlich war da nichts. Also jetzt nicht zerspringen, weil du hier runterfällst. Bitte, ich will noch da ankommen, wobei du... Ich will da wirklich noch ankommen eigentlich. Ich brenne nicht mehr, oder? Was zur Hölle soll ich denn machen? Hä? Vielleicht will ich auch einfach so weit wie möglich springen. Kannst du auch springen? Wenn ich jetzt direkt hier lande, hast du da noch einen Körperteil? Das ist echt die Lösung. Weil ich habe es irgendwie dreimal versucht. Ja, so geht's auch, okay. Ja, jedenfalls habe ich irgendwie dreimal versucht, da jetzt runter zu klettern, Stufe für Stufe, und bin jedes Mal zerfallen, weil ich immer mehr zerfalle. Wenn ich einmal einfach in einem Stück runterspringe, dann verliere ich nicht alle Körperteile. Eigentlich ist das ziemlich dämlich, aber meinetwegen, klar. Gut, hier kann ich sowieso nicht brennend weiterrennen. Ich sehe schon, da war gerade Wasser am Boden. Dann sind wir jetzt wohl in einem neuen Gebiet. Viele Baumstämme. Sieht nach Sägewerk aus. Sieht sehr nach Sägewerk aus. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, was das da ist, aber das ist okay. Das ist okay, ich bin kein Sägewerk-Experte. This machine. Kann ich auf jeden Fall steuern, okay. Das ist cool. Gut, gehen wir mal dahin. Kann ich hochklettern? Ich kann hier einfach hochklettern, ja. Das kann ich jedenfalls ziemlich frei bewegen. Und hier sind drei weitere Donuts. Und da bin ich einfach runtergefallen, weil ich kompetent bin. As fuck. Und ja, da sind Kreissägen. Ich sehe schon. Ja, damit werden wir eine Menge Spaß haben. Davon gehe ich aus. Ich bin generell ein großer Kreissägen-Fan, muss ich zugeben. Falls ihr das noch nicht wusstet. Ist so. Definitiv. Und... Okay. Machst du... Ah, du sorgst mich ein. Das ist... Obwohl, mach einfach mal. Ich will da mal sehen, was das macht. Wahrscheinlich wird es mich nur zerteilen, aber... Jo, scheint so. Oh, du nimmst dich mit! Wieder zurück nach draußen. Aber in kleinen Teilen. Ich fall auch nicht aus dem Rohr raus, sondern ich spawne über dem Rohr neu. Aber gut, soll mir recht sein. Anscheinend komme ich da also gerade noch nicht weiter, bevor ich das ausgeschaltet habe. Das will mir das Spiel wohl gerade sagen. Gut.
Dann gehen wir wohl erstmal an der Kreissäge vorbei. Ich sehe auch schon, dass ich da unten wahrscheinlich wieder der Kopf sein muss. Und darunter her, bitte. Schön. Aber da muss ich auf jeden Fall der Kopf sein. Da kann ich doch dann wahrscheinlich hier reinrollen, oder? Ich glaube schon, das testen wir doch mal aus, einfach bitte. Bam! Aufstehen! Mehr leiden! Noch mehr leiden! Kannst du noch aufstehen? Kannst du aufstehen? Das ist noch ein Bein. Mach ein Kopf sein! Ja, mach ein Kopf sein. Ich glaube, jetzt kommst du da nicht mehr dran, oder? Oder kannst du da auch drunter herkriechen mit deinem ganzen Körper? Mit deinem halben Körper? Nicht mit deinem ganzen Körper? Vielleicht bist du jetzt ja auch weit genug unten, aber ich glaube nicht, oder? Oder doch? Nein, 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 okay. Dann werde ich mich nochmal ganz zackstückeln, und zwar an der anderen Kreissäge da hinten. Bäm! Das ist nicht die andere, aber ich wollte trotzdem mal kurz reinrennen. Das ist immer noch nicht die andere, aber ich wollte trotzdem kurz reinrennen. Das ist die andere. Nun, hack meine Kopf bitte ab. Nein, ja doch. Sehr schön. Das war knapp. Wäre noch fast ausgewichen im letzten Moment. Das war so, was man sagen würde, ne? Ich bin fast ausgewichen, oh nein. Normalerweise will man ja ausweichen, wenn man Kreissägen sieht. Aber hier ist das dann halt mal was anderes. Hier mal was sehr anderes. Wobei ich als Kopf ja doch sterben kann. Da muss man halt doch mal ein bisschen aufpassen hin und wieder. Ich bleib jetzt gerade erstmal Kopf, würde ich sagen. Das gefällt mir gerade ganz gut. Dann kann ich hier nämlich relativ problemlos durch. 1 von 10 was? 1 von 10 was? 1 von 10 was? Ich weiß es nicht. Werden wir noch herausfinden, würde ich sagen, wenn ich mich hier weiter umgucke, ja? Das ist auf jeden Fall wieder so ein Arm, den ich bewegen kann, ne? Genau. Der ist kaputt gegangen. Da kann ich nichts für jetzt. Da kann ich wirklich nichts für. Aber ist okay, die Donuts liegen ja trotzdem noch hier. Und da unten muss ich wieder als Kopf rein, ha? Ja, da ist auf jeden Fall einiges zum Kopfwegen erkunden. Gut, dass ich mich gerade geheilt habe. Hust, hust. Auf der anderen Seite will ich hier noch irgendwo hin. Warte mal. Da ging es auf jeden Fall ja rüber, ne? Aber da komme ich gerade nicht rüber, denke ich mal, oder? Ich denke mal, da geht es dann zum nächsten Gebiet. Aber da komme ich lange noch nicht hin. Deswegen ist gerade der Arm abgebrochen, weil mir das suggerieren sollte. Ja, eigentlich geht es hier weiter, aber jetzt nicht. Denn das hier ist kaputt. Und du musst eine andere Lösung finden. Ja, sowas in etwa. Ja, will ich das jetzt austesten? Vielleicht bringt mir das ja irgendwo anders hin. Wahrscheinlich bringt mir das irgendwo anders hin. Auf jeden Fall halt nicht zum Eingang. Und da sind Donuts. Also will ich da sowieso einmal rein, auf jeden Fall. Haben wir die jetzt automatisch alle eingesammelt? Ja, werden sie. Schön, und da ist auch noch ein Donutmann. Da ist noch ein Donutmann. Ich komme nicht zu dem Donutmann. Jedenfalls nicht von hier aus. Und das sind noch mehr Donuts. Hier sind generell ziemlich viele Donuts, die ich noch nicht gefunden habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich da oben hin soll. Ich habe gerade noch überhaupt keine Ahnung, was ich in diesem Gebiet machen soll. Runter bitte ducken. Danke. Ich glaube, ich muss mich wieder ein bisschen kaputt schneiden lassen gerade mal. Ah, so geht es ein bisschen schneller sogar. Oh, ich lande sogar direkt hier oben. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Ich komme direkt bei einem Schalter an. Was macht denn der? Der macht Maschinen aus. Der macht Maschinen aus. Dann renne ich nochmal zum Anfang, weil da gab es ja sowieso noch etwas, was ich mir angucken wollte. So, jetzt kann ich nämlich hier dran vorbeirennen und finde 2 Donuts. Und kriege auch direkt neue Nachrichten. Optionale natürlich. Logischerweise, weil ich habe ja Donuts gesammelt. Also, was soll ich sonst bekommen? JJ? Hä? Huh? I can't finish my report. Yep, yep, yep. I knew this would happen. Ich wusste es auch. Nicht aus Erfahrung, denn wie gesagt, bei mir klappt es wirklich immer, aber war klar, dass es hier passieren würde. I need your help. Chill out. How far have you gotten? 3. The product design, process and design workflow. So you've just barely gotten started. Yep. Please help. What do I get for it? Sleepless donuts. How many? 5. Hallo, ich habe jetzt schon irgendwie 73 oder so. I think you can do better than that. 8. Okay, you got a deal. I'll show you my report over the weekend. Yes. Für Donuts machen wir alles, ne? Donuts sind super. Warum machst du nicht mal ein Donut-Review? Das würde ich mir angucken, okay? Versprochen. Würde ich wirklich dann. Yo, JJ. I went to a VIP party yesterday. So that's why you weren't at our meeting. Hey, don't tell the teacher, okay? Okay, aber warum erzählst du mir das überhaupt? A bunch of celebrities and politicians were there. What was the party for? I don't know. My parents just took me with them. Now I'm a VIP too. Your family's rich, huh? My dad just has a big company. We've never been poor, if that's what you mean. I'm jealous. Oh, by the way, I have a request for you. No. Wait. K
Can you fill out the exhibition list for me? What? No way. I'll make it worth your while. Fine, send me the template. Thanks. Ja, du hast so viel Geld, weißt du das? Ja, das weißt du, natürlich weißt du das. Du gibst ja damit an, dass du so viel Geld hast. Menschen. Hi Lily, how have you been? Super busy with school and work. Why are you working, by the way? I need to pay for my own tuition. Ouch. It can be fun, though. I don't mind it, lol. I'm going to take you out to lunch. Yay! Perfect. What do you want to eat? Something meaty. Oh. Wait, are you a no-meat person? Sort of, lol. Okay, then. Let's go get something sweet. I know a place that has really yummy tarts. Sweet. How about next Monday? I'm free. Okay, it's a date. Just see me, right? I'm so excited. Ah. But was? Peter Petter. Gratuliert, lol. Ja, vielleicht ist sie deswegen so komisch. Vielleicht will sie auch was von uns. Ich merke das schon. Oder vielleicht auch nicht. Aber doch, deswegen ist sie wahrscheinlich so unsympathisch. Ich glaube, das ist der Hauptgrund. Tatsächlich. Aber gut. JJ mag also kein Fleisch. Oder ist vielleicht sogar Vegetarierin, ich weiß es nicht, ne? Aber ich meine, sie hat nur sort of gesagt, also wird's das wohl nicht sein, oder? Weil ich meine, ich persönlich esse halt auch nicht gerne Fleisch. Und wenn jetzt jemand sagen würde, ja, lass uns Fleisch essen gehen, denke ich mir so, ja, okay, klar, ja. Also ich esse halt schon Fleisch prinzipiell, aber nicht gerne. Ich mag's nicht, geschmacklich, zum Großteil. Gibt Ausnahmen. Hello, Macfield. I won't be able to attend our first class next month due to a personal engagement. I already mailed the other students to let them know. Okay, is it another conference? Something like that. Or Comic-Con? How did you know? One of my friends said she was going to on the day too, so it got me thinking. Do you know what sort of event it is? Not really. I'd appreciate it if you kept this between us. Why? It wouldn't be good if the university found out. Okay, but what if you end up running into my friend? You don't need to worry about that. No one would ever guess that I'd be walking around in a full-body Boba Fett costume, huh? Don't worry about it, just please don't tell anyone. Okay. Viel problematischer wäre es, glaube ich, wenn JJs Mutter das herausfindet, weil die mag dich, mag sie ja sowieso schon nicht allzu gerne. Ja. Ja, aber ich find's super. Ich find's super. Also auch noch ein Convention-Gänger und Cosplayer. Richtig krasser Cosplayer offensichtlich. Richtig professionell, ich merke das schon. So, Cheats. Ah. Okay. Sieht auf jeden Fall sehr anders aus. Mag ich nicht. Bleib mal dabei. Auch wenn ich immer noch nicht die Brille sehe halt, ne? Die ich angeblich aufhabe oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Soll ich einen Stand dagegen werfen? Vielleicht. Noch ein paar mehr davon. Nein. Hello? Aber die Wand sieht so brüchig aus. Die Wand sieht so brüchig aus, aber nicht brüchig genug offensichtlich. Dann weiß ich echt nicht, wie ich da rüberkommen soll. Aber da sind so viele Donuts. Ist der Donut Man. Aber warte mal, soll ich vielleicht diese... Na wohl, das kann nicht sein, oder? Kann das doch sein? Soll ich diese Steine hier hinten drauflegen? Obwohl, da liegt schon einer drauf. Ja, doch. Da stand 1 von 10. Ich muss die ganzen Steine hier hinbringen. Dann bringe ich mal die ganzen, die da hinten rumliegen, hier hin. Und das wären jetzt mal alle. Das sind jetzt 6 Stück, ne? Ich glaube schon, ja. Das heißt, 4 fehlen noch und die werden wahrscheinlich nicht ganz so leicht zu finden sein, oder? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade keine Ahnung, wo die sein können, alle. Ich brauche jetzt aber auf jeden Fall erstmal wieder die ganzen Maschinen hier, die ich ausgeschaltet habe, glaube ich. Damit muss ich wohl doch noch einiges machen. Ach, hier sind noch 3. Dann fehlt mir noch einer. Sag mir nicht, dass der letzte schwer zu finden ist und der Rest ist eigentlich ganz easy. Das wäre ein bisschen lächerlich. Kann ich das hier einfach fallen lassen? Warte mal. Vielleicht reicht das dann ja schon. Dann hätte ich das Ganze ja so machen können. Hätte ich nicht 6-mal hin und her laufen müssen gerade. Oder 5-mal, meinetwegen auch nur. Ja, das ist ein bisschen einfacher. Wow. Gut, dann fehlt aber nur noch einer. Oder war der da am Eingang auch? Habe ich ihn da liegen lassen? Kann das sein? Das kann sehr gut sein. Ich weiß es aber gar nicht. Gut. Ich will aber erstmal zu dem... Dahin will ich nicht. Ich will gerade nicht sterben eigentlich. Das war nicht so mein Plan. Nicht unbedingt. Aber... Warte mal, was? Ach, meine Körperteile zählen aber auch. Vielleicht brauche ich dann...
Dann ist da wohl am Eingang doch keins mehr, weil ich brauche offensichtlich meine Körperteile dafür. Das ist wohl der Plan, oder? Aber was will ich mit dem Wagen hier überhaupt? Was will ich überhaupt? Ich... Oh, I got it. Bitte zerhackstückeln einmal. Ja, nicht hier oben, bitte. Kannst du noch Sachen aufheben? Kannst du noch Sachen aufheben, habe ich gefragt. Kannst du. Und lass sie da bitte fallen. Reicht das jetzt schon? Kann gerne noch mehr darunter werfen, aber... Ja, reicht. Okay, dann. Jetzt nicht regenerieren, sondern einfach darunter springen, bitte. Und jetzt... Kann ich... Nichts machen. Absolut gar nichts. Kann ich das nicht ziehen oder so? Oder bin ich dafür schon zu schwach? Wahrscheinlich bin ich dafür zu schwach jetzt gerade, ne? Vielleicht will ich mir erstmal doch einfach nur einen Arm abhacken oder so. Und nicht komplett verrecken. Obwohl ich wahrscheinlich dabei... Ja doch, ich... Wie soll ich das denn hinkriegen? Aber ich glaube, ich will erstmal nur irgendein einzelnes Körperteil verlieren, damit ich den Wagen immer noch ziehen kann. Weil wenn ich komplett zur Hackstücke bin, geht das ja nicht mehr, logischerweise. Muss ich das komplett richtig abtimen? Kann das sein? Dann ungefähr jetzt halt. Ja, okay, ja, dann. Nevermind ist vielleicht doch nicht so schwer, wie ich dachte. Jetzt da drauflegen. Und jetzt kann ich es ziehen. Okay, ist gar nicht so kompliziert. Aber damit komme ich schon ins nächste Gebiet rein, oder? Ich glaube schon. Weil wenn ich das hier abstelle, soll ich das mit dem Greifarm da tragen können. Und dann verwenden können, um... ja, nicht so. Nicht loslassen, bitte. Das wird einmal mitnehmen, irgendwie. Mach's automatisch, das ist nett. Und damit kann ich auf jeden Fall diesen Weg... Ja, freiräumen, wie auch immer man das nennen will. Ich habe gerade kein Wort dafür. Ich habe generell gerade keine Wörter, aber ich muss langsam schlafen. Wenn ich müde bin, war es nämlich langsam mit Wörtern. Und da rutsche ich runter, da will ich noch nicht hin. Das ist auf jeden Fall das nächste Gebiet. Und das geht ja ganz und gar nicht. Das kann er nicht angehen. Also da unten muss ich... Nein. JJ. Lass mit... JJ, bitte. Ich hasse dich, JJ. Ich glaube, nach da unten muss ich jedenfalls Kopf hin. Das wollte ich eigentlich gerade nachgucken, aber ich glaube, das ist einfach mal richtig. Kopf werden ist erstmal nicht so schwer. Reicht es, wenn ich mich mehrfach von dir zerhackstückeln lasse, ist die Frage. Warte mal, wenn ich da reinspringe und dann direkt danach hier drin lande, dann bin ich vielleicht nur noch ein Kopf. Nein, ich bin noch nicht nur ein Kopf. Das erfordert vielleicht doch ein bisschen mehr Geschick, als ich dachte. Vielleicht, wenn ich auf der anderen Seite anfange. Also, wie komme ich überhaupt hier dran vorbei? Ich verstehe es immer noch nicht. Obwohl, du kannst doch da drunter herkriegen, okay. Ich will aber noch zu dem Donut rum. Ich will noch so viel machen in diesem Gebiet gerade, bevor ich weitergehe. Gut, das war nicht mein Plan. Aber ist okay, kann ich mit leben. Das war auch nicht mein Plan. Okay, da muss jetzt das richtige Timing auf jeden Fall her, um da drauf zu kommen. Kommen wir von da aus auch zum Donutmann? Das könnte sein, prinzipiell. So, wenn ich jetzt da drauf springe, dann lande ich auch hier oben, ja. Warte mal, bin ich nur ein Kopf? Nein, ich bin noch nicht nur ein Kopf. Muss ich mich jetzt nochmal da drauf werfen, um nochmal hier zu landen? Wenn das klappt, dann wäre das cool halt, ne? Aber mal sehen. Ich glaube, es klappt wirklich. Da komme ich hier drunter her. Jetzt bin ich beim Donutmann. Hi, Donutmann! Mehr Donuts! 10 weitere. Sehr schön. Dann war es nämlich damit. Ja, dann habe ich doch nicht mehr so viel zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann will ich nur noch einmal Kopf werden. Und das mache ich, indem ich am besten mich hier direkt reinwerfe. Nicht hier hinten jetzt hinfliege. Okay, aber anscheinend ist es so, dass man wirklich automatisch dann dahin fliegt, wenn man da reinspringt. Damit es nicht ganz so schwer ist und nicht ganz so viel auf Zufall und ein bisschen, ne? Ja. Was weiß ich, was passiert? Ich habe keine schönen Wörter. Hatte ich gerade schon das Thema, ne? Gut. Wir sind jetzt nur noch ein Kopf. Wir springen jetzt darüber. Und weichen dieser Kreis hier nochmal aus. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Das habe ich schon eigentlich prinzipiell, ne? Aber ich glaube, so langsam soll ich dann auch mal den Part beenden, sobald ich aus diesem Gebiet hier raus bin. Wäre vielleicht besser so. Wahrscheinlich. So,
Hier gehe ich runter. Und dann komme ich hier noch rein. Und da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was anderes. Oh Gott. Oh Gott, das ist hier die richtige Jump'n'Run-Challenge. Ich merke schon. Aber gut. Kein Problem. Ich bin Jump'n'Run-Profi. Das war ziemlich knapp. Das war ziemlich knapp. Und ich bin übrigens, das war übrigens ein Joke. Ich bin echt scheiße in Jump'n'Runs. Ich weiß vielleicht offensichtlich, dass es ein Joke war, aber ich wollte es mal anmerken. Ich bin echt richtig scheiße in Jump'n'Runs, ja? Also, ich hänge in Yoshi's Woolly World immer noch fest. Also, das. Was soll ist das da oben denn? Was ist das da oben? Also, ich will gleich auf jeden Fall zwischen diesen beiden Kreisigen dazwischen her. Da bin ich mir ziemlich sicher gerade. Aber. Ich bin tot. Ah, fuck mal, Leute. Das könnte ewig dauern. Gut. Jetzt dann vielleicht. Wir gehen jetzt ganz vorsichtig hier zwischen her. Das sollte ja eigentlich sehr machbar sein. Okay. Das ist nicht schwer. Das kriege ich hin. Das da oben sieht aber schon schlimmer aus. Da muss ich Timing haben und im richtigen Moment rollen und so ein Scheiß und. Oh Gott, okay. Und ich muss im richtigen Moment vor allem anhalten. Das ist das Hauptproblem. Und zwar direkt in der Mitte da. Und vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie es gerade aussieht. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Oh mein Gott. Okay. Wie gesagt, ist gar nicht so schlimm. Alles ist alles sehr machbar. Jetzt muss ich nicht nochmal anhalten, jetzt kann ich einfach durchrollen. Gut. Und die letzte Etage. Was macht die überhaupt? Ich soll vielleicht vorher gucken. Okay, ich muss einfach nur. Ja, ich kann da einfach rein. Ich muss hinterher und dann da hinten reinrollen. Auch das ist an sich nicht so schlimm. Ich habe mir das Ganze schlimmer vorgestellt. Also von unten aus sah es echt schlimmer aus, als würde es so mit jeder Etage schlimmer werden. Aber nein, das ist doch machbar. Und das Ganze für 3 Donuts lohnt sich natürlich absolut. Wie gesagt, JJ macht alles für Donuts. Alles. Nicht nur Reports schreiben, nein. Auch zwischen Kettensägen und herrollen mit ihrem Kopf. Ich mache das ja nochmal eben. So, platzieren wir das mal da. Und legen uns nicht auf den Boden, bitte. Gerade keine Lust darauf. Ich möchte jetzt gerade lieber darüber springen. Und damit verlassen wir dieses Gebiet, ha? Ich denke mal schon. Ein ganz kleines bisschen gehen wir bitte noch weiter, weil ich weiß nicht, wo das Spiel speichert und ich möchte nicht das ganze Gebiet nochmal machen müssen. Das wäre ein bisschen schmerzhaft. Deswegen gucken wir uns mal ein bisschen die Natur hier an. Zumindest. Ein ganz kleines bisschen. Und weitere Schienen. Doch wo führen diese Schienen hin? Nicht weit, denn sie sind bereits kaputt. Aber der Donut sticht doch da ein bisschen raus. Den holen wir uns. Schön. Du, oh, dich kenne ich. Und Emily, hi. Geht's dir gut? Wahrscheinlich nicht mehr lange. Brauchst du, rennst sehr schnell weg. Emily? Oder suchst du? Ja, das war Emily. Hast du gut erkannt. Ja, das solltest du. Ganz allgemein. Das ist so das, was ich eigentlich die ganze Zeit schon tue. Ich beeile mich unterbrochen, ja? Gut. Ich denke aber. Die Schienen bleiben wohl doch noch bestehen. Wir sind hier auf einer Lokomotive. Und damit machen wir dann aber beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Heute gab es auf jeden Fall wesentlich weniger Fortschritt, einfach weil die Rätsel langsam doch definitiv schwerer werden. Das kann echt noch lustig werden, wenn es so weitergeht. Aber ja, lasst auf jeden Fall wie immer einen Kommentar da. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.